Weißt du, da sind Temperaturen von Minusgraden, die man sich gar nicht vorstellen mag. Ich sitze hier mit T-Shirt. Ich hab wieder Hitze, Leute, ich hab wieder Hitze. Wo muss ich jetzt überhaupt hinschwimmen? Ich glaube in die Richtung, ne? Oh Gott, das war die falsche! Da! Hätte ich hingemusst. Da verstummt gleich die Musik. Ja? Laura, alles gut mit dir? Laura, würdest du bitte... Hinterlässt wieder nichts, ne? Was ist das mit den Forschern heutzutage? Sind nicht so freigiebig wie sonst immer? Hä? So. Oh Gott! Schon wieder so ein Hund! Und ich habe mich schon wieder erschrocken. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hasse Köter. Ach ja. Noch mehr Hunde. Schön, ich freue mich. Können wir ja eine Hundeschau machen, wa? Was sollen das überhaupt für Hunde sein? Huskies oder was? Oder was ist das für eine Art Mischling? Jetzt kriegen wir gleich Gesellschaft von einer sehr... Ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt im Hochsicherheitstrakt, was uns hier alles so erwartet. Alter, hier ist schon wieder ein Hund, ne? Liegen wieder die Bierflaschen, haben die Forscher wieder heimlich gesauft, irgendwelche Saufgelagen hier abgehalten. Ihr wisst jetzt alle, was passiert. Ich höre schon wieder draußen jemand. Boah, das ist wieder der aufdringliche Nachbar hier. Roger! Roger, ich bin nicht interessiert. Lass mich in Ruhe. Habe ich die Brechstange eigentlich wieder mitgenommen? Nö. Ich bin auch bescheuert. Was haben wir jetzt überhaupt hier gekriegt? Torschlüssel. Ha! Das löst bei uns eine Torstoßpanik aus. Ich wollte nur zur Vorbereitung die Schrotflinte ziehen. Hilfe. Manchmal ist Lara echt dämlich, ne? Darf ich das mal so sagen? Unsere hart erarbeiteten Meteoritensplitter greift er sich einfach so aus dem Nichts, weißt du? Und wir müssen ihm jetzt wieder hinterher toben. Warum hat die nicht schon viel früher auf ihn geschossen? Wartet erst mal, bis er oben angekommen ist und dann seinen blöden Knopf drücken konnte und abhauen konnte, ne? Oh, das regt mich jedes Mal auf. Hätten wir uns die anderen zwei Horrorlevel, die jetzt gleich kommen werden, ersparen können. Ach ja, Lara, das ist, es schleift langsam, ne? Es schleift. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, wir beide, ne? Sind quer durch die ganze Welt gereist, haben diese doofen Meteoritensplitter, wie uns aufgetragen wurde, gesammelt. Und dann wirst du hintergangen von dem blöden Typen und der mit Leichtigkeit schnappt sich die Meteoritensplitter. Natürlich, Miss Croft, natürlich. Hier, meine Damen und Herren, die weltberühmte, weltbekannte und beliebte Actionheldin und Archäologin, Miss Lara Croft. Da war er schon. Da war er ja einfach schon. Ich bin nicht erschrocken. Alles gut. Ja, das war klar. Natürlich. Natürlich. Wie die um die Ecke geslidet kommen, ne? Diese Bewegung, die die machen. Wie die dann immer so reinsliden in den Raum. Und auch diese komischen Sprünge, die die machen. Das macht es nicht weniger gruselig. Oh Gott. Lara! Okay, nee. Hä? Mit Alt, alles klar. Uah. Mit Alt brennt man, bremst man ab.
Oh Gott, war das jetzt zu... Ja, das war zu schwach auf der Brust. Verdammt. Nicht aus der Kurve fliegen, aber... Nein! Da wurde sie verschlungen von der Eiswand. Oh Gott. Hör mal auf mit deinem schlechten Atem. Du hast Mundpups. Lass das. Psst. Ich habe zu viel Knobi gegessen. Da sitzt sie ganz chillaxed, fehlt bloß noch ein Cocktail in ihrer Hand. Ah! Oh. Habt ihr es gesehen? Das war gerade sehr knapp. Au. Alter! Das war gerade echt knapp. Du musst ja auf so viel aufpassen hier gerade. Duck dich, stoß in den Kopf. Hey! Ja. So macht man das nicht. Ich freue mich nicht auf dieses Level. Der hier, ne? Gott, war das richtig? Das war, glaube ich, ein fataler Fehler, oder? Scheibenfenster. Ich schäme mich zutiefst. Jetzt wieder runter. Zum Teil ist dieses Level auch wirklich eine Herausforderung für mich. Den ganzen Hebeln und den Rätseln und diesen blöden Libellen, das ist wirklich eine Geduldsprobe. Aber ich mag ja die Herausforderung eigentlich. Daher finde ich es eigentlich ganz cool hier. Also ich schwer... Ich wollte doch nur sagen, ich mag die Herausforderung. Verdammte Socke. Kennt ihr aus dem Film Alien diese schwarzen Monster? Die sehen doch genauso aus, oder nicht? Oh Gott, ich muss jetzt erstmal hier die Horde Libellen ausschalten. Ich glaube, das sind 10 Stück gefühlt. Lara, es ist jetzt nicht die Zeit zum Planschen. Kannst du mal bitte aus dem Wasser jetzt steigen? Hallo? Ich sehe es doch da grün leuchten. Das ist doch die ganze Horde, oder nicht? Ich weiß es doch genau. Die attackieren mich gleich wieder, wenn ich die Leiter hochklettern will. Ich weiß es. Da sind sie. Ja, ich wusste es. Ich wusste es doch. Klar. Mann. Flinke Füße, Lara. Flinke Füße. Gott, ich höre dich schon wieder. Ich höre dich schon wieder. Bitte bleib mir vom Leib. Bitte. Bitte, ich muss mich beeilen. Ich brauche dieses Secret. Ich brauche es doch einfach. Nein! Alter, leck mir am Po. Lasst mich in Ruhe. Sie ist noch auf. Sie ist noch auf. Sie ist noch auf. Yes! Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen zu doll gefreut. Okay. Nein? Oh! Oh. Ach, stimmt ja. Ach Gott, nein, diese Viecher. Ich erinnere mich voll an den Set von... wo wir hier mit ihm dieses komische Brettspiel da gemacht haben in Tomb Raider 4.
Genau. Nein! Es ist auch eine bittere Pille. Das auch. Ich hasse diese Stelle, weil es ist auch schon wieder ein Labyrinth. Ich hasse es. Ich gehe immer bewusst... was heißt bewusst? Ich gehe immer irgendwie intuitiv in die falsche Richtung. Ja, das ist echt ein Spaß. Labyrinth und ich sind Todfeinde. Ich habe mir eigentlich geschworen, so einen Scheiß nie zu machen. Nie mehr. In Tomb Raider 4 habe ich das gesagt. Ich sag's euch, wenn ich irgendwann nochmal einen Ausflug mit der Familie mache und ein Labyrinth da auf dem Plan steht, dann streike ich, dann gehe ich da nicht rein. Wegen Trauma. Ja, natürlich. Ich stolper über Items, aber nicht über die Dinge, die ich über den Ausgang dieses Horrorlabyrinths. Das ist schön, das ist einfach toll. Ich freue mich nicht. Ist das ein Käse? Ich will doch nur zum Ausgang. Verdammte Socke. Lass mich zum Ausgang. Ich drehe noch durch. Was ist hier? Was ist hier? Das ist nix. Schön, einfach schön. Jetzt bin ich verloren. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben den Ausgang gefunden. Speichern. Wow. Alter. Nein. Nein, das war nicht gut. Ja, da, schöne Walze noch hinterher spiel. Genau, danke. Danke. Dafür, dass ich großkotzig gesagt habe, dass ich dieses Spiel nicht gut kenne. Oder dieses Level nicht gut kenne, schlage ich mich echt extrem gut. Bin selber überrascht. Nope. Hä? Was ist das denn? Das ist eine Zeittür, ihr Säcke, was soll das? Ihr seid ja Assi. Nein!